Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen, werte Zuschauer, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wir begrüßen Sie zum zweiten Teil des Jahresrückblicks 2011. Und wie versprochen, habe ich auch heute meinen Kollegen Naim Raja mit mir hier sitzen. Alhamdulillah, es war ein überaus erfolgreiches Jahr für die Ahmadiyya Muslim-Gemeinde hier in Deutschland. Wir hatten gleich mehrere Highlights im Jahre 2011. Und welche Highlights das waren, das verrate nicht ich, sondern der folgende Teaser. Die erste Hasu-Tour im Jahre 2011. Die zweite Hasu-Tour im Jahre 2011. Die Jalsa Salana in Albanien. Die Tarbiyat Nambubain Veranstaltung in Belgien. Der Besuch der Abteilung Talim im Institut CERN. Die Mitarbeiter von MTA haben auch im Jahre 2011 unzählige Stunden damit verbracht, verschiedene Veranstaltungen in der Gemeinde aufzunehmen, sie zusammenzuschneiden und sie zu präsentieren. Und in diesem Jahr, Alhamdulillah, hatten wir viele Highlights zu verbuchen, mit unter anderem die Jalsa Salana 2011, die im Juni 2011 stattgefunden hat. Und wir werden natürlich auch im Anschluss etwas über die Jalsa Salana und über den Besuch von Hasur reden. Aber wollen wir Ihnen doch jetzt einige bzw. die schönsten Bilder der Jalsa Salana und auch vom Besuch unseres geliebten Khalifen hier in Deutschland zeigen. Im Sommer des Jahres 2011 war es soweit. Der lang ersehnte Besuch unseres geliebten Imam Hazrat Mirza Masroor Ahmad, möge Allah seine Hand stärken, stand vor der Tür. Die Vorfreude war bereits groß. Auf dem Weg nach Frankfurt machte er jedoch vorher Halt in Hamburg und Kassel. Dort besichtigte Hasur jeweils die Einrichtungen der Gemeinde und verschaffte sich einen Überblick. In Frankfurt war man schon in freudiger Erwartung des geliebten Imams. Hasur wurde von den lokalen Mitgliedern der Ahmadiyya Muslimgemeinde herzlich und lautstark empfangen. Wir waren sehr schiddet auf den Wartet. Allah ka shukr hai, Hazur Bakhriyat. یہاں بیت سبو پہنچ گئے ہیں دل خوش ہو گیا ہے کہ حضور کی یہاں تشریف لائے اور ہمیں ملاقات کا موقع مل رہا ہے اس سے بڑھ کے اور کیا ہماری خوش قسمتی ہو سکتی ہے Während seiner ersten Tour eröffnete Hasur durch die Gnade Allahs insgesamt 5 Moscheen. In Seligenstadt, Itzenbach, Nidda, Ginsheim-Gustavsburg und Lübeck. Hasur ließ sich immer wieder gerne über die jeweiligen Besonderheiten der Moscheen informieren und führte auch selbst eine Inspektion des Geländes durch. Die Höhepunkte jeder Moscheeeröffnung waren zweifelsohne die Reden unseres geliebten Imams. Dabei sprach er verschiedenste Themen an. In erster Linie jedoch wies er die lokalen Mitglieder der Gemeinde dazu an, sich vorbildlich zu verhalten, da sie nun die Aufgaben von Repräsentanten innehatten. Gemäß der Tradition wurde auch jeweils ein Baum gepflanzt. Des Weiteren nahm Hasur sich Zeit für die externen Gäste und hielt mit ihnen eine spezielle Sitzung ab.
Die Atmosphäre dieser Sitzungen war stets gelöst. Besonders zu erwähnen. Konfrontation. Zum Abschluss der Feierlichkeiten versammelte man sich gern zu einem Erinnerungsfoto. Für die ansässigen Mitglieder der Gemeinde war es sicherlich ein besonderer und denkwürdiger Tag. Ja, der Kalif ist ein Mann, der, glaube ich, eine hohe Spiritualität hat, der auch eine sehr hohe Ausstrahlungskraft hat. Und wir hatten eben noch Zeit, ein paar Minuten uns alleine zu unterhalten. Das war ein sehr angeregtes und sehr interessantes Gespräch. Als eine sehr beeindruckende Persönlichkeit. Ich würde ihn gerne persönlich kennenlernen. Er strahlt so viel Ruhe aus, so viel Gelassenheit. Es hat mich sehr beeindruckt. Eine besondere Persönlichkeit, fand ihn sehr nett. Auch wir waren eben noch in einem kleinen Gespräch in der Gruppe. Und sehr angenehm natürlich und auch mit einem gewissen Humor. Ein sehr angenehmer Gesprächspartner. Den Höhepunkt eines jeden Jahres bildet die Jalsa Salana, die jährliche Versammlung. In diesem Jahr fand die Jalsa Salana zum ersten Mal auf dem Karlsruher Messegelände statt. Das Gelände verfügt über 4 gleich große Hallen mit jeweils 15.000 Quadratmeter Fläche. Des Weiteren ist der Großteil des Geländes überdacht, sodass es keine Probleme mit dem Wetter geben kann. Im Vergleich zu Mannheim fielen die KDM-Arbeiten nicht so umfangreich aus. Trotz dessen mussten einige kleinere Zelte aufgebaut werden. Amir Sahib verschaffte sich einen Überblick über die Arbeit. Zum Muayana erschien dann Hazur höchstpersönlich. Hazur beehrte die Arbeiter mit seinem Handschlag und zeigte ihnen seine Wertschätzung. Auch für ihn war das Messegelände ein Novum. Ein weiteres Novum war die mobile Produktionseinheit von MTR International German Studios. Bei der Gelegenheit wurde die MPU durch Hazur eingeweiht. Das Muayana wurde selbstverständlich feierlich mit der Rezitation des Heiligen Koran umrahmt. Zum runden Abschluss wandte sich Hazur an die anwesenden Mitarbeiter. Am Freitag, den 24. Juni 2011, wurde die Jalsa Salana Deutschland feierlich mit der Zeremonie des Fahnenhissens eröffnet. Im Anschluss einige Ausschnitte aus der Jalsa. خاص طور پر اگر ہماری عورتیں اس سوچ کے ساتھ حاضری سن لیں امیر صاحب کو شوق ہوگا کہ حاضری بتا دی جائے کل حاضری ہے 26,784 ماشاء اللہ بدم پھر آئے ہیں جلسے میں ہم
بسد شوق و جذبہ نو دم بدم مبارک یہ جلسہ یہ اجلاس گھر مبارک یہ جلسہ یہ اجلاس گھر کے پس ماریں Neben den großen Veranstaltungen wandte sich Hazur in kleineren Sitzungen an die Studenten der Jamia Ahmadiyya Deutschland, den Waqf-e-Nou und den Waqf-at-Nou. In diesen Klassen informierte sich Hazur über den Wissensstand der Jugendlichen und beantwortete mit aller Ruhe die Fragen. صرف ترانے گانے تک نہیں ہونے چاہیے یہ دل کی آواز ہے تیرے بندے اے خدا شاہد و یگانا کی عبادت کی تلقین فرمائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی تعلیم لے کر آئے چلو پھر اللہ حافظ السلام علیکم In diesem Jahr konnte die Gemeinde noch weitere große Erfolge verbuchen. So traf sich Hazur mit Klaus Wowereit, dem regierenden Bürgermeister Berlins, im Rathaus. Dort verewigt er sich im Goldenen Buch der Stadt. انسان سے شیطان ہوئے جاتے ہیں غیب سے فضل کے سامان ہوئے جاتے ہیں مرحلے سارے ہی Der Norden Deutschlands hat wunderschöne Ecken zu bieten. Diese kann man am besten bei einer Bootsfahrt genießen. Dies ließ sich auch Hazur nicht entgehen und erkundete die Umgebung samt der Delegation. Somit fand Hazurs erste Tour durch Deutschland im Jahre 2011 einen gebührenden Abschluss. فضل کے سامان ہوئے جاتے ہیں مرحلے سارے ہی آسان ہوئے جاتے ہیں حسن ہے داد طلب عشق تماشائی ہے حسن ہے داد طلب عشق تماشائی ہے لاکھ پردوں میں وہ Das war die Jalsa Salana und der dazugehörige Besuch von Hazur Akdas in Deutschland im Juni 2011. Alhamdulillah, wir haben das auch sehr oft gesehen, wir haben das auch von vielen Stimmen gehört. Eine äußerst erfolgreiche Jalsa gewesen. Wir haben die Hürde, denke ich mal, gut gemeistert durch diesen Platzwechsel von Mannheim nach Karlsruhe. Und es steht wohl außer Frage, dass vielen die Location, die neue Halle gefallen hat. Es war ja nicht nur eine Hürde für die Gemeinde, sondern auch für MTA an sich. Dieser Umzug war natürlich auch mit vielen, sage ich mal, logistischen, nicht Komplikationen, aber Änderungen verbunden. Unter anderem viele Kabel mussten verlegt werden, kilometerlange Kabel verlegt werden, die Distanz zwischen
Mörkers und Karlsruhe war natürlich wesentlich größer als die zwischen Mörkers und Mannheim. Aber alles in allem denke ich mal, Alhamdulillah, auch MTR hat die Situation gut gemeistert. Alhamdulillah, wie du es schon erwähnst, der Umzug nach Karlsruhe war definitiv ein Erfolg für die Jamaat. Das ist ohne Frage, was natürlich jetzt die Logistik anging, der einzelnen Showbars und speziell auch MTA. Ich meine, wir haben es ja gesehen gehabt, dass, oder wie du es gerade schon erwähnt hast, es ist nicht einfach gewesen, klar, sicherlich nicht, weil es ist was Neues, man hat neue Herausforderungen, aber nichtsdestotrotz ist es so, man wird ja von Jahr zu Jahr besser. Wir können ja nicht versuchen, im ersten Jahr in Karlsruhe schon die Topleistung oder das wird ja sowieso gemacht, aber alles, dass alles perfekt funktioniert. Aber mit der Zeit lernen wir, das war damals in Mannheim genauso und auch vorher bei den anderen Städten, wo die Jalsa Sultana stattfand. Und ich denke, dass auch in Karlsruhe es genauso sein wird, sei es MTR oder auch die anderen. Man wird dazu lernen von dem ersten Mal und man wird sich von Jahr zu Jahr steigern können. Und da bin ich auch guter Dinge, dass auch nächstes Jahr MTR oder auch die anderen Showbars es sicherlich besser hinbekommen. Veränderungen bringen ja auch unter anderem Erfolge mit sich. Also Veränderung muss ja nicht was Negatives bedeuten. Und Alhamdulillah, speziell im Falle von MTA, hat ja diese Veränderung der Gegebenheiten, die Veränderung der Location, hat ja auch einen gewissen Erfolg oder einen gewissen Meilenstein gebracht. Und zwar, wir haben es in dem Beitrag kurz gesehen, diese mobile Production Unit, also die MPU, das war, was MTA bisher nur von anderen Sendern kannte, womit MTA nicht so viel Erfahrung hatte, aber Alhamdulillah, es war ein Eyecatcher. Ja, das ist definitiv so. Ich meine, wir hatten ja einen gewissen Raum gehabt in Mannheim, der uns jetzt plötzlich nicht mehr zur Verfügung stand. Ja, und das heißt, man musste aus Not gedrungen mehr oder weniger auf eine Idee kommen und ich denke, dass wir das relativ gut gemeistert haben, ja, mit so einer MPU. Und es ist ja sicherlich auch eine Augenweide. Wenn man das von Weitem betrachtet, sieht das sicherlich nicht schlecht aus und vor allem, es hilft uns auch im Alltag. Das war der erste Besuch von Hasoori Aqdas in Deutschland. Wie wir wissen, hat Alhamdulillah unser geliebter Khalif unsere Gemeinde ein weiteres Mal besucht. Wir können nicht gesegnet genug sein. Viele Gemeinden, viele Länder wünschen sich, dass Hasoori Aqdas vielleicht alle 5 Jahre, alle 10 Jahre mal vorbeischaut. Und Alhamdulillah, durch die Segnungen Gottes und durch die Gebete unseres geliebten Khalifen, hat unser Khalif uns in diesem Jahr 2011 also gleich 2-mal besucht. Das hat es sehr, sehr selten gegeben. Es gab Zeiten während der Khilafat von Hazrat Khalifat al-Masih dem Vierten, wo er auch mal bei der Ijtema vorbeigeschaut hat und uns mit seinem Besuch geehrt hat. Das letzte Mal war es, glaube ich, 2005, wo Khalifa Khamis, der fünfte Khalif, möge Allah seine Hand stärken, uns besucht hat. Und 2011 war es wieder soweit. Unser geliebter Khalif kam zum Ijtema der Majlis Khudam al-Ahmadiyya. Und auch darüber haben wir einen kurzen Beitrag für Sie vorbereitet, beziehungsweise viele schöne Bilder, die mit diesem Besuch verbunden waren, zusammengeschnitten. Und hier ein kleiner Überblick, beziehungsweise eine kleine Erinnerung. Im September 2011 besuchte Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis, möge Allah seine Hand stärken, die Ahmadiyya Muslimgemeinde Deutschland zum 2. Mal in diesem Jahr. Bereits vor 2 Monaten hatte Hasu die Gemeinde in Deutschland mit seiner Anwesenheit geehrt. Dieser glückliche Umstand stimmte die Gemüter der Mitglieder der Gemeinde sehr freudig. Hum par Jamaat Germany par bahut fazl aur rahmat hai ke phir thode se qareeb arsa ke baad hi Hazrat Amir ul Momineen Ayyadullah Taala bin Nasr Aziz yahan par tashreef laaye hain. सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हमें इल्म हुआ कि हज़रत खलीफतुल मसीह खामिस अय्यदुल्लाह ताला बिन नस्र अज़ीज़ दोबारा जर्मनी में तशरीफ़ ला रहे हैं तो हम बयान नहीं कर सकते कि जो हमारे जज्बात हैं Während seiner Tour legte Hasu die Grundsteine für 3 Moscheen in Limburg, Vechta und in Bruchsal. Die lokalen Gemeinden hatten sich dementsprechend auf hohen Besuch vorbereitet.
Sie empfangen ihren geliebten Imam mit offenen Armen. ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨਾ ਲੱਗਣ ਥੱਲੇ ਕਿਸਮਤ ਆਖੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਿਸਮਤ ਆਖੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ Des Weiteren fand in Bertusebu in Frankfurt am Main eine Sitzung mit ehemaligen Studenten des Dalimul Islam College statt. Das Dalimul Islam College ist eine traditionsreiche und ehrwürdige Hochschule in Rabwa, dem Hauptsitz der Ahmadiyya Muslim Gemeinde. Für die Majlis Khudam al-Ahmadiyya Deutschland war das diesjährige nationale Ijtema etwas ganz Besonderes, da es mit der Anwesenheit unseres geliebten Imams an weitere Attraktivität dazu gewann. Hazur segnete nicht nur die Anwesenden mit seinen geistreichen Anweisungen, sondern er freute sich auch an den sportlichen Aktivitäten auf dem Ijtema. Sein Besuch motivierte die Sportler zu Höchstleistungen. Das diesjährige Ijtema wird allen Beteiligten als etwas ganz Besonderes in Erinnerung bleiben. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu intizar hai wo hamara shehriyar bazm mera na jisa sab dilon mein qurb ke ehsaas se barkat abduhu wa rasulu ashhadu an la ilaha khushiyan nal udani maran Zum Abschluss seiner zweiten Tour besuchte Hazur ein weiteres Mal Hamburg. Diese Stadt wurde bereits mehrere Male von der Anwesenheit Hazurs gesegnet. Daher kannte sich Hazur bereits bestens in dieser Stadt aus. So, I mean, in the moment, it is a feeling like Hazur lives in Germany and he has come back home. So it's a special feeling and there is a type of normality in it that Hazur has come to Germany. So I think it is an extraordinary atmosphere in the moment. Hazur ist zum ersten Mal mit dem Flugzeug nach Hamburg gekommen und ist zum ersten Mal im Hamburger Flughafen gelandet. Und dieser Anblick war schon etwas ganz Besonderes für mich. My heart was waiting for him. You know he was coming. And that's my spiritual father. So everything he was bringing to me is like a blessing. So when I saw him, something touched my heart. Auf dem Rückweg nach England machte die Delegation um Hazur einen letzten Halt auf deutschem Boden, und zwar in Vechta. Hier wurde bei widrigen Wetterverhältnissen der Grundstein für eine weitere Moschee gelegt. Die Ahmadiyya Muslimgemeinde Deutschland darf auf ein besonders segenreiches Jahr 2011 zurückblicken. Alhamdulillah, dass Hazur eine so lange Zeit hier in Deutschland geblieben ist. Also es war ja nicht nur das Ijtema, zu dem Hazur uns sozusagen beehrt hat mit seinem Besuch, sondern es war eine ziemlich lange Zeitspanne gewesen, in dem Hazur hier verweilt hat. Darunter haben wir auch in dem Beitrag gesehen, es waren verschiedene Grundsteinlegungen. Es war sein Besuch in Hamburg. Dann ist er, wie bekannt, ist nach Skandinavien gefahren und hat dort die Moschee in Norwegen eröffnet und kam dann wieder zurück und hat auch dann einige Tage hier in Deutschland verbracht. Also man ist nicht jeden Tag, jedes Jahr mit so etwas gesegnet. Und speziell auf das große Ereignis
in einem Großereignis, was natürlich die Ijtema der Masjid-e-Khadam al-Ahmadiyya war. Man hat es in dem Beitrag kurz gehört, also wirklich der Besuch von Hazur spornt die Jugendlichen, die Sportler wirklich zu Höchstleistungen an. Es ist ja eine ganz andere Motivation. Ist absolut richtig. Also nochmal zurückzukommen auf die Dauer von Hazurs Besuch. Man muss wirklich bedenken, Misab hat es eigentlich auf den Punkt gebracht, ja, indem Misab sagte, dass Hazur zur Jalsa kam und kurz ins Ausland gegangen ist, um wieder nach Hause zu kommen. Ja. Also man hat sich wirklich so gefühlt gehabt, als wäre er so durchgehend hier. Ja. Es ist natürlich eine Segnung für uns, für die Jamaat Ahmadiyya Deutschland, dass er so viel Zeit für uns opfert, von seiner wertvollen Zeit. Und klar, das Ijtema der Majlis Khudam al-Ahmadiyya war das Highlight auf dieser Tour und gleichzeitig auch das Ijtema der Lajna-e Mahalla, welches parallel stattfand. Und aber auch die Grundsteinlegung, wie du selber schon erwähnt hast, das sind halt alles Punkte, wofür Hazur wirklich die Zeit sich nimmt. Ja, und das ist eine große Ehre für die Jamaat, für unsere eigene Jamaat Ahmadiyya Deutschland. Und ich bin mir wirklich sicher, dass andere Jamaat sich sicherlich das auch wünschen. Denen gönne ich das selbstverständlich auch, aber ist klar, uns ist es natürlich lieber, wenn Hazur bei uns ist. Aber nichtsdestotrotz, klar, auch so auf so einem Ijtema, wenn Hazur dabei ist und man weiß auch als Sportler zum Beispiel, dass Hazur zuguckt. Es gibt, glaube ich, keine größere Motivation. Klar, man will versuchen, auf der einen Seite Hazur zu motivieren, aber auf der anderen Seite natürlich auch einfach die Segnungen von Hazur zu haben. Ja, Hazur ist dabei. Nochmal ja. Eine kurze Zwischenbemerkung an die jugendlichen Sportler unter uns. Das soll natürlich nicht heißen, dass wenn Hazur nicht da ist, diese Motivation weniger sein sollte. Man sollte sich immer wieder motivieren, sei es eine sportliche Veranstaltung oder eine religiöse Veranstaltung. Also die Motivation sollte eine ganz andere sein. Natürlich ist Hazurs Besuch sozusagen das i-Tüpfelchen. Ist absolut richtig. Wie bereits schon erwähnt, auch die Grundsteinlegung der einzelnen Moschee. Ich meine, wenn ich jetzt von einer lokalen Gemeinde und ich weiß, Hazur kommt zu uns in die Moschee, um den Grundstein zu legen oder für die kommende Moschee, auch das ist für mich ein Highlight sicherlich. Klar, neben so einem Ijtema der Majlis Khudam al-Ahmadiyya oder einem Jalsa, für eine lokale Gemeinde ist, glaube ich, gibt es nichts Schöneres, dass Hazur eine Moschee eröffnet oder den Grundstein dazu legt. Also das ist schon einer der Highlights, die man sicherlich erleben kann. Und Hamburg ist zum Beispiel wirklich gesegnet und hat wirklich mehrmals dieses Glück gehabt, dass Hazur immer wieder in Hamburg oder die Gemeinde in Hamburg besucht. Also die können wirklich stolz auf sich sein. Verehrte Zuschauer, Sie wissen, dass die Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde mitunter auch eine gewisse Verantwortung bzw. gewisse Aufgaben hat, andere Gemeinden zu betreuen, also andere Länder zu betreuen, die jetzt in der Zahl der Mitglieder nicht so stark angewachsen ist wie jetzt in Deutschland. Zum Beispiel betreut die Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde mitunter Malta, mitunter Mazedonien und auch Albanien. Das heißt, die Missionare werden auch hier aus Deutschland nach Albanien geschickt. Es werden Vertreter der Gemeinde nach Albanien geschickt, um Deutschland zu repräsentieren, aber auch in manchen Fällen auch Hazur-e Aqdas, wenn er nicht persönlich zu gewissen Veranstaltungen persönlich kommen kann. Und unter dieser Leitung, unter dieser Betreuung finden auch Jalsa Salana statt. So auch in Albanien. Albanien ist eines der Länder, was von Deutschland betreut wird in Sachen Gemeindeaufbau und Tabligh, vor allem Tabligh. Und wir beobachten in Deutschland die Jalsa durch MTA schon seit einigen Jahren. Und das ist eine Veranstaltung, die sich mittlerweile zu einer gewissen Beliebtheit gesteigert hat. Vor allem natürlich auch durch die Veranstaltungsgelände, wo die Jalsa stattfindet, und zwar die Moschee in Tirana, also mitunter einer der schönsten Moscheen in Europa. Und auch 2011 fand die Jalsa Salana in Albanien statt. Eine kleine Delegation aus Deutschland bzw. albanischstämmige Ahmadi-Mitglieder, die jetzt mittlerweile in Deutschland beheimatet sind, aber sich trotzdem zu ihrem Land, ihrer Väter, ihrer Eltern verbunden fühlen, waren in Tirana. Und wir zeigen Ihnen nun auch von Tirana die schönsten Bilder über die Jalsa Salana Albanien 2011.
Die Republik Albanien, im Südosten Europas gelegen, hat 3,5 Millionen Einwohner. Das Land, einst aufgebaut auf islamischen Werten, versinkt immer mehr im Materialismus der heutigen Zeit. Doch wohin geht die Entwicklung? Hier ist einfach einmal eine islamische Kultur gewesen und die muss jetzt einfach durch Ahmadiyyat wiederbelebt werden. An einem wunderschönen Samstagnachmittag begannen die Vorbereitungen der 4. Jalsa Salana in der Hauptstadt Albaniens, Tirana. Genauer genommen im Missionshaus Darul Falah. Für die rund 50 Frauen war das Jalsa-Programm im Nebenraum arrangiert. Ich denke mal, die Hälfte oder sogar über die Hälfte der Menschen hier heute sind aus dem Kosovo angereist. Und es ist mittlerweile eine Verbindung da. Es gibt einige Ahmadis, die aus dem Kosovo hierher rübergekommen sind. Die Morabianen von hier gehen teilweise in den Kosovo oder auch umgekehrt. Also die Jamaat sind ein Stück weit auch zusammengewachsen. Und Ahmadiyyat ist auch ein Thema geworden mittlerweile. Im Kosovo vielleicht etwas mehr. Kosovo ist ja auch albanisch sprechend als in Albanien. Aber auch in Albanien, also es gibt immer mehr Menschen, die in die Jamaat eintreten. 2 years later, when I from my first meeting with the Jamaat, I was ready to make bait, and so I did. When I was only 12 or 11 years old, I made bait, and from this time I start to came regularly in Jamaat. Um den wahren Islam, den uns der heilige Prophet, Frieden und Segnungen Allahs seien auf ihn, vor mehr als 1400 Jahren gelehrt hat, zu präsentieren und Missverständnisse abzubauen, wurde unter anderem auch ein Bücherstand aufgebaut, wo sich die Gäste der Jalsa Salana über verschiedenste Themen informieren konnten. Selbstverständlich gab es auch die Übersetzungen des Heiligen Korans in verschiedenen Sprachen. Wir haben gute Literatur mittlerweile in der albanischen Sprache, weil wir eben eine Jamaat haben in Albanien und vor allen Dingen in Kosovo, die größtenteils aus Akademikern besteht, Leute, die also gute Abschlüsse haben, also Lehrer sind. Also das ist eine Jamaat, also die jetzt wirklich also auch Qualitätsarbeit machen kann. Die Albanier Jamaat jo hai wo badi tezi se tarakki ke manazil jo hai wo tay kar rahi hai. Iska andaza jo Jalsa Salana ke intizamat the unko dekhkar hua. Is lihaz se کہ 90% سے زائد جو انتظامات تھے وہ جو ہمارے نو مبائن ہیں انہوں نے ان سارے انتظامات کو سنبھالا ہوا تھا. Die Besucher registrierten sich für die Jalsa Salana. Die spirituelle Bedeutung solch einer Veranstaltung war den Besuchern durchaus bewusst. Eigentlich sind es viele Gründe, wozu ich ein Ahmadi hier teilnehmen will. Aber am meisten ist das Gemeinschaft, das Liebe, das von hierher in das Leben geteilt werden wird. Und das Freundschaft, also das Gemeinschaft, das man hier sieht, ist sicherlich ein Grund, in der Jalsa Salana hier teilzunehmen. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما الأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض
يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Mit interessanten Reden wie das Konzept Gottes im Islam, braucht Albanien den Islam oder die Biografie des heiligen Propheten, Friede und Segnungen Allahs seien auf ihm, wurde die Jalsa fortgesetzt. Ich habe wie immer in Kosovo und in Albanien eine sehr gute Übersetzung bekommen, eine präparierte Übersetzung bekommen ins Englische. Und daher konnte ich auch also die Inhalte der Reden beurteilen. Die Themen waren sehr gut gewählt, also von der Existenz Gottes über das Leben des Propheten Mohammed Sassam zum falschen Messias, über Khalafat, über persönliche Erlebnisse von und über also Ahmadis aus Albanien und Kosovo war alles sehr gut geplant. I feel very amazing because it's my first Jalsa on my country. The speeches are in my language, and I'm so amazing to have this, to listen to these speeches. The speeches are clear and very understood for me. So now I can say that this is an amazing atmosphere. Zwischendurch war auch für eine kleine Teepause und eine Ausstellung gesorgt. Das Suhr-Gebet wurde in der Baitul Awwal Moschee, einige Meter vom Gasthaus entfernt, verrichtet. Islam se na bhago, na bhago, raah-e-huda yehi hai. Die Moschee ist die größte im Balkan. Sie ist mit zwei Minaretten und einer wunderschönen Kuppel ausgestattet. Nach dem Mittagessen wurde die zweite Sitzung fortgesetzt. Auch diese wurde mit der Rezitation aus dem Heiligen Koran begonnen. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yusabbihu lillahi ma fis السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ Ishte pa mundur që ndebatet e ti të mbeti pa treguar ndonjë. I came for the first time in this Jalsa and it was very good. All of the speeches are very nice and I heard some of them before, some of those speeches, but today it was clear for me about Islam. Das Highlight der Jalsa Salana war die Abschlussrede von Abdullah Waghis Hausa, dem Vorsitzenden der Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland. We have to fall in love with God Almighty in such a way that we don't fear any difficulty, that we don't fear any time to invest. But this is a matter which will happen only by the grace of Allah if we request him, if we are thankful to him. And if we pray day and night for this incident. I have a connection with God, with Allah, because this is the connection that I wanted to feel in my soul. So now I can say that this Jamaat is true and I am proud to be part of it. Mit den rund 160 Besuchern fand eine erfolgreiche Jalsa mit dem Dua ihren Abschluss. जैसे बरसात की पहली बारिश गिरे शाख दिल पर गुले वसल जाना खिले जैसे बरसात की पहली बारिश गिरे शाख वसल जाना und ganz liebenswert.
ख्वाब खुशबू बने जैसे सोई हुई जिंदगी जागे. Die Atmosphäre war äußerst herzlich und die Jelsas Lana hat sich hier enorm weiterentwickelt. Es war eine ganz besonders ruhige, entspannte, ausgeglichene Atmosphäre. सब चले आए हैं हम चले आए हैं सब चले आए हैं हम चले आए हैं. Ich bin immer wieder fasziniert von den Bildern, die uns aus Albanien erreichen, alhamdulillah. Erstens natürlich die Lage, die Moschee, also mitunter einer der schönsten Moscheen in Europa, ein sehr schönes Gelände, vor allem gleich am Stadtanfang. Das heißt, wenn man in die Stadt reinfährt, das Erste, was man sieht, ist die Moschee. Und es ist auch schön zu sehen, dass trotz einer geringen Anzahl man die Tradition des verheißenen Messias fortpflegt, egal ob es jetzt 10 Leute sind, ob es jetzt 15 Leute sind, dass man wirklich an dieser Tradition der Jalsa Salana, der Segnung der Jalsa Salana festhält. Ich meine, wir haben auch die Gemeinde Deutschland, Pakistan, alle haben klein angefangen. Und das sind eben die Segnungen der Jamaat, die Segnungen der Ahmadiyyat, dass aus etwas Kleines mal schnell, mal langsam etwas ganz Großes werden kann. Und ich wünsche es von ganzem Herzen, dass die Ahmadiyya-Gemeinde in Albanien auch inshallah in der Lage sein wird, eine Jalsa Salana in der Größenordnung wie Deutschland zu veranstalten. Und du hast die Bilder auch gesehen, eine wunderbare Moschee. Das Land ist natürlich noch, sage ich mal, etwas in Mitleidenschaft gezogen durch den Jugoslawienkrieg, durch die Abspaltung natürlich. Wie sind deine Eindrücke über die Jalsa Salana in Albanien? Also ich greife mal einfach mal das Letzte auf, was du gesagt hast. Ich meine, es ist vielleicht die Chance für die Jamaat, genau aufgrund dieser Probleme, die der Staat Albanien jetzt momentan hat, sei es finanzieller Lage oder auch die Probleme, die sie jetzt durch den Krieg hatten oder durch die Spaltung. Ich denke, dass es auch vor allem durch den Atheismus, der sich jetzt momentan ein bisschen verbreitet hat in Albanien, dadurch die Jamaat die Chance hat, vielleicht sich auch ein bisschen zu verbreiten und den Leuten, den Einwohnern von Albanien die Wahrheit etwas näher zu bringen. Und da sind, glaube ich, wir mit unserer Moschee, die wirklich eine Attraktion ist, eine Augenweide, sicherlich gut beraten, da diese Arbeit weiterhin zu vollziehen und vor allem solche Jalsa Salana. Ich meine, wie du bereits schon erwähnt hast, das ist ziemlich klein. Wenn man jetzt bedenkt, Relation zu Deutschland, ist es wirklich eine Kleinigkeit. Scheint gar kein Aufwand zu sein, so eine Jalsa zu organisieren. Aber es geht ja immer noch um die Wirkung. Und ich denke, dass man das schaffen wird, auch inshallah irgendwann in Albanien, so wie in anderen Staaten Europas, den Stand von Deutschland zu erreichen und vielleicht noch größer zu werden. Wie gesagt, dieser Atheismus oder der weitgehende Säkularismus in Albanien macht es ja mitunter auch der Jamaat möglich, eine gewisse Religionsfreiheit zu haben oder Religionsfreiheit auszuüben, also das Tabligh auszuüben. Und ich finde, das ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr gute Gelegenheit für die Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde, sich sozusagen die Chance zu nutzen, den Menschen diesen verloren gegangenen Islam, weil viele der Bürger Albaniens sind ja eigentlich muslimisch geprägt oder auch muslimisch, und das wäre eine sehr, sehr gute Gelegenheit, und es ist eine gute Gelegenheit auch für die Jamaat, sich dort zu präsentieren, die wahre Botschaft des Islams und die wahre Botschaft des verheißenen Messias zu überbringen. Und wir kommen nun zu unserem nächsten Beitrag. In diesem Beitrag geht es um die Tarbiyat Naumubayn. Das heißt also, als erstes kommt natürlich das Tabligh, indem man Menschen überzeugt,
dem Islam beizutreten, der Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde beizutreten. Der zweite Schritt ist natürlich, und das ist ein sehr, sehr wichtiger Schritt, das Tarbiyat, die Erziehung, diesen Menschen natürlich, die Werte der Jamaat, den Aufbau des Nizams, also der Aufbau der Struktur des Khilafats, näher zu bringen, die Segnungen Khilafats näher zu bringen. Und dafür ist es wichtig, solche kleinen Workshops zu machen. Das Beste ist, oder das, wie man es am besten machen kann, ist, dass man sich gleichsprachige Normubayins zusammenholt und in ihrer jeweiligen Sprache dann diese Camps durchführt, diese Schulung kann man nicht sagen, aber diese Veranstaltungen. Das heißt, man hat keine Sprachbarrieren. Die arabischen Mitbürger können sich auf ihrer Sprache unterhalten, haben auch dadurch ein besseres Verständnis, um vieles über die Jamaat zu wissen und zu lernen, so auch die Französischsprachigen oder auch auf Englisch. Also es, nach oben sind ja keine Grenzen gesetzt, es gibt viele Sprachen und die Jamaat ist ja nicht auf eine Sprache beschränkt. Und die folgende Veranstaltung hat in Belgien stattgefunden, in unserem Nachbarland. Auch da haben wir sehr gute Zusammenarbeiten in Sachen Tabligh mit der belgischen Gemeinde. Und wir waren für sie in Hasselt, da ist das Gemeindezentrum der belgischen Jamaat, und haben für sie einige Bilder mitgebracht über das Tarbiyat Normubayin in Belgien. Ein wichtiger Bestandteil der Ahmadiyya Muslim Gemeinde ist die Erziehung der Normubayin, derjenigen, die erst kürzlich der Gemeinde beigetreten sind. Zu diesem Anlass wurde in Belgien eine Tablier- und Tablier-Veranstaltung durchgeführt. In dieser Veranstaltung nahmen Normubayin aus verschiedensten Ländern teil, um sich zusammenzutreffen und einander kennenzulernen. Auch eine Delegation aus Deutschland war vertreten. Die Veranstaltung wurde traditionsgemäß mit der Rezitation des Heiligen Koran eingeleitet und mit Reden der verschiedenen Teilnehmer fortgeführt. Die Reden beschäftigten sich mit verschiedensten theologischen Problemen und versuchten, die Normubayin auf den neuesten Wissensstand zu bringen. Außerdem gab es die Möglichkeit, Fragen zu stellen, und diese wurden, so gut es ging, von den Gelehrten beantwortet. Nicht nur Männer, sondern auch die Frauen hatten die Möglichkeit, sich an die Gelehrten zu wenden und Antworten auf ihre Fragen zu finden. In der lockeren Runde diskutierte man über verschiedene theologische Probleme. Die Normubayin erzählten, wie sie ihren Weg zur Ahmadiyya Muslimgemeinde fanden. Diese Geschichten waren teils emotional, teils sehr ansteckend. Once again, Jazakallah, we will make a dua, we will close this session of Normubayin meeting at the regional level or European countries, and with this we will do, inshallah, do Salatul Maghrib and Salatul Isha to thanks Allah, to say Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alameen, that Allah make this program to be successful. Die Veranstaltung wurde mit dem gemeinsamen Gebet beendet. Die Delegation aus Deutschland diskutierte angeregt mit den Normubayin. Auch der kulturelle Aspekt kam nicht zu kurz. Dies war erst der Startschuss für eine Reihe solcher Veranstaltungen, und wir verbleiben mit der Hoffnung, dass die Normubayin das Bestmöglichste aus der Veranstaltung mitgenommen haben. Verehrte Zuschauer, wir kommen nun zum
zu unserem letzten Beitrag für die heutige Sendung. In dem folgenden Beitrag besucht eine Studentengruppe das Forschungszentrum in CERN. Viele unter Ihnen kennen diese Forschungseinrichtungen. Da ist vor kurzem, vor einiger Zeit, ein Teilchenbeschleuniger gebaut worden, also mit immensem Kostenaufwand, was unter anderem auch den Urknall simulieren soll und atomare Teilchen auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt, um daraus mehr Erkenntnisse über die Entstehung des Universums, über die Entstehung unserer Erde und über das Weltall an sich zu bekommen. Und das ist ein Teil wiederum einer Kampagne der Bildungsabteilung hier in Deutschland, denn einige Tage später hat auch eine andere Gruppe, die Hamburger Elbphilharmonie, das ist auch ein sehr, sehr großes Projekt hier in Deutschland, also ein sehr kostenaufwendiges Projekt. Und dieses Projekt wurde auch von der Ahmadiyya Gemeinde, von vielen Studenten, die unter anderem Architektur oder Bauingenieurwesen studieren, besucht. Und um ihnen einfach erstmal so ein Megaprojekt zu zeigen und damit sie auch etwas auf Tuchfühlung in ihrem jeweiligen Metier gehen können. Und wir begleiten jetzt einige Studenten mit in unser Nachbarland zu den Eidgenossen nach CERN. Die Abteilung Dalim der Ahmadiyya Muslimgemeinde hatte sich für die jungen, wissenshungrigen Brüder etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Die Khudam machten sich am frühen Morgen des 8. Oktober 2011 auf den Weg zum CERN, der Europäischen Organisation für Kernforschung. Die Großforschungseinrichtung liegt im Kanton Genf in der Schweiz. Die Busfahrt dauerte ca. 9 Stunden. In CERN angekommen, stärken sich die Khudam vorher noch mit einer Mittagsmahlzeit. Der erste Teil der Führung bildete eine Vorlesung über die Geschichte der Physik im Zusammenhang mit der Geschichte CERNs. Den Zuschauern wurden mehrere kleine Videos und Diashows gezeigt. Außerdem hatten die Khudam die Möglichkeiten, Fragen zu stellen. Im Anschluss begaben sich die Khudam in einen weiteren Trakt der Einrichtung. Von hier aus werden alle Prozesse gelenkt und beobachtet. Außerdem sind dort die Rechner anzufinden, die die komplette Einrichtung am Leben halten. Die Khudam zeigten sich durchaus beeindruckt von der großen Fläche dieses Instituts. Die Tour war sehr interessant. Ich fand es nur ein bisschen schade, dass wir nicht wirklich den LHC, den Large Hadron Collider, sehen konnten, das wirklich die Attraktion des Ganzen ist. Und die ist ja, ich glaube, 100 Meter unter der Erde und da gibt es auch die ganz großen Detektoren. Die sind etwa, ich glaube, 60 Meter groß und das wäre wirklich am schönsten gewesen, die zu sehen. Aber wir haben viel gesehen, wir haben ein paar kleine Beschleuniger gesehen und wir haben gesehen, wie alles hier gemonitort wird und war schon sehr gut. Ja. Zum Abschluss der Führung wurde den Guides das Buch Revelation, Rationality and Truth, geschrieben von Hazrat Khalifatul Masih Rabi, Rahimullah Ta'ala, als Geschenk übergeben. Auch im CERN wird die Flagge der Ahmadiyya Muslimgemeinde hochgehalten. Nicht nur dank Dr. Abdussalam Sahib, dem ersten muslimischen Nobelpreisträger überhaupt, sondern auch aktuell durch Dr. Naim Tahir Sahib und Dr. Mansura Shamim Sahib. Letztere gab den Khudam die Möglichkeit, Fragen zu stellen.
Wir hatten noch eine Sitzung mit Dr. Mansoura Shamim, die war auch sehr hilfreich. Sie hat gesagt, wie man als AMD Khadim sich für CERN bewerben kann, wie man hier reinkommen kann. Aber die Visitor Area haben wir besucht und es hat mir sehr gefallen. Wir haben auch die Teilnehmerzahl erreicht und ich denke, alle sind sehr positiv von dieser Exkursion und haben auch sehr viel mitgenommen und hoffen auch in Zukunft noch weitere solche Exkursionen durchführen zu können. Die Abteilung Dalim blickt auf einen erfolgreichen Tag zurück und hofft darauf, Programme dieser Art wiederholen zu können. Das war ein Beitrag über die Bildungsreise der Studenten in die Schweiz zu dem Forschungszentrum in CERN. Also diese Bildungsreisen sind ja sehr, sehr wichtig, finde ich meinerseits, um Studenten, angehenden Studenten, Schülern diesen Eindruck zu vermitteln und ihnen vielleicht auch irgendwo in ihrer Entscheidung zu bestärken, das eine oder andere Aufgabengebiet auszuwählen. Also vor allem auch, wir haben den Beitrag jetzt nicht gesehen über die Elbphilharmonie. Das ist auch ein sehr, sehr großes Projekt in Hamburg, wo natürlich Opernhäuser, Convention Center, Parkhäuser, Shopping Center, also alles in allem an einem alten, sag ich mal, Speicher gebaut werden, also in Hafennähe. Und vor allem Studenten aus dem Bauingenieurwesen, Architekten sind benötigt. Warum? Wir wissen, wir haben eine große Aufgabe vor uns, nämlich den Bau von Moscheen in Deutschland. Was kann man noch machen, um diese Bildungsreisen interessanter zu gestalten? Oder was gibt es da noch für Wege? Also ich glaube, weiter interessanter brauchen wir sie gar nicht machen. Ich denke, die sind schon interessant genug. Ja. Ich habe jetzt auch in den Bildern erkennen können, das waren nicht nur Studenten, die in Richtung Physik gehen. Ja. Das waren wirklich aus eine breite Gruppe an Studenten, die in verschiedensten Richtungen studieren. Ich glaube, es ist einfach nur um den Ansporn, was Größeres zu erreichen, um den nochmal da ein bisschen in die Richtung zu schubsen und zu sagen, Jungs, ey, das ist möglich. Ja. Und daher tut die Jamaat gut daran, das zu tun, in diese Richtung zu gehen, um einfach nur den Jungs zu zeigen, Jungs, das ist die weite Welt, die kennt eigentlich jeder, aber das sind die Ziele, wo wir vielleicht hinaus wollen. Ja, das sind die Ziele, die wir erreichen können und das sind vielleicht die Richtungen, die Dr. Abdussalam gegangen ist, um wirklich das zu erreichen. Ja, oder schau dieser Füllacher an, ja, und da wollen wir hin. Und ich glaube, die Amudatulba-Abteilung, die Schüler-Studenten-Abteilung oder auch die Bildungsabteilung der Jamaat leistet da sehr gute Arbeit und die sollte einfach weiter hier machen. Und es gibt sicherlich noch sich andere Projekte europaweit, die man besuchen könnte. Da braucht man, glaube ich, auch nichts attraktiv zu machen, sondern ich denke, dass es wirklich für jeden Studierenden Ansporn ohnehin da ist, irgendwas zu erreichen, vielleicht auch einen Teil von CERN, ja, dass ich irgendwann mal vielleicht meinen Enkeln erzählen kann, dass ich mit dazu beigetragen habe, irgendwas Neues zu entdecken in der Branche der Physik oder auch weitere, oder dass ich irgendwas entwickelt habe als Ingenieur. Ja. Und ich glaube, das ist schon Ansporn genug für jeden. Und zusätzlich natürlich auch die Dienste der Jamaat, wie du es erwähnt hast. Ja. Die 100 Moschee, die müssen ja auch irgendwie erstmal gezeichnet werden. Ja. Und dafür ist es wichtig, dass... Denn der Grundgedanke ist ja, es geht nicht um Physik, es geht nicht um Bauingenieurwesen, es geht nicht um Betriebswirtschaftslehre, es geht um Wissen allgemein. Es ist die Pflicht, also wir haben die Pflicht, Wissen zu erlangen, denn das ist, was uns unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass es an unserer Pflicht liegt, Wissen zu erlangen. In welcher Richtung jetzt dieses Wissen, das Erlangen von Wissen geht, ist natürlich uns bestimmt, beziehungsweise wird Allah uns in diese Wege leiten, aber der Grundgedanke dieser Bildungsreisen ist und sollte sein, im Allgemeinen den Wert des Wissens, den Wert des Erlangen von Wissen unseren Jugendlichen und unseren Schülern zu geben. Ich würde gerne noch kurz was dazu fügen, Herr Daul. Wir haben jetzt durch MTA sehr vieles berichtet über Tablierarbeit und Tablierarbeit, ja, die Gemeinde in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, sondern europaweit auch vollbringen tut. Nur nichtsdestotrotz ist es immer noch die Pflicht des jedes einzelnen Jamaat-Mitglieds, gewisse Sachen, gewisse Opfer zu bringen, um auch ein Teil davon zu werden. Wir können von dem berichten, was stattfindet, aber es gibt sicherlich viel mehr,
was man machen könnte. Als Gemeinde, aber auch als einzelne Person. Und ich glaube, da appelliere ich gerade an unsere Jugendlichen, die der deutschen Sprache mächtig sind und entsprechend auch diese Etablierarbeit machen können. Oder wenn nicht, sich wenigstens so weit zu bilden, dass man auch dann der Jamaat helfen kann. Und ich denke, dass jeder Einzelne, der in Deutschland aufwächst, in der Lage wäre, es zu tun. Man muss es nur wollen. Jazakumullah. Besser hätte man es nicht sagen können. Auch ein sehr gelungener Übergang zu unserer Verabschiedung. Denn, verehrte Zuschauer, wir sind nun am Ende unserer Sendung anbelangt. Das war der zweite und letzte Teil unseres Jahresrückblicks für 2011. Ich hoffe, wir können auch im Jahr 2012 Ihnen von vielen interessanten, erfolgreichen Veranstaltungen der Jamaat berichten. Ich hoffe auch, Ihnen hat die Sendung gefallen, Ihnen haben die Beiträge gefallen. Diese Beiträge sind nur ein Teil, ein ganz kleiner Bruchteil der Tabligh-Arbeit, die wir machen, die wir machen sollten. Es liegt an Ihnen, diese Arbeit weiterzuführen. Es liegt an Ihnen, die Botschaft weiter zu verbreiten. Ich möchte mich im Namen der Mitarbeiter von MTA bei Ihnen bedanken, dass Sie auch dieses Jahr so zahlreich zugeschaltet haben, dass Sie uns treu geblieben sind und hoffe, dass Sie uns auch in den nächsten Jahren weiter treu bleiben. Mein Dank gilt auch an meinen Kollegen Naeem Raja, dass er hier heute anwesend war und mit mir diese Sendung begleitet hat. In diesem Sinne hoffen wir auf ein erfolgreiches 2012 für die Jamaat, für den Islam, für Deutschland und natürlich auch für die ganze Welt. In diesem Sinne, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.